liebe Grillfreunde, hier ist wieder euer Team von Sackpfeife Barbecue Weimar. Heute werden wir ein Pulled Pork machen im Smoker, im Wassersmoker, und das zeige ich euch jetzt. So, liebe Freunde, jetzt zeige ich euch das Stück Fleisch. Das ist ein Schweinenacken, ca. 1,7 Kilo, und es ist fast in Ordnung, das Fleisch, aber ein paar Sachen müssen weg, und zwar hier ein bisschen, das ist auch viel, auch wenn Fett gut ist, aber ein bisschen muss weg. Und was immer weg muss, das ist sowas Schlieriges hier, das muss weg. Das könnt ihr ruhig getrost wegmachen, das schadet eurem Fleisch nicht. Immer so das Schlierige, ich zeige euch mal so hier. Hier, wenn ihr sowas Schlieriges habt, das solltet ihr wegmachen. So. Nicht zu viel Fett wegschneiden, weil Fett ist ein Geschmacksträger. Aber so, soweit ist dieses Stück ganz gut. Ja, und da ist es fertig zum Einrappen. So, Freunde, ich habe jetzt das Fleisch, habe ich jetzt in eine Schüssel oder in eine Schale reingetan. Die kennt ihr wahrscheinlich. Und wir werden das jetzt rappen. Ich habe da ein bisschen eine eigene Gewürzmischung gemacht. Die Zutaten für das Rapp werdet ihr dann finden unterm Video. So. Und streuen großzügig übers Fleisch. Ruhig großzügig machen. Die Schüssel macht sich immer gut. Ja, es riecht gut. Das Rapp, wie gesagt, Zutaten findet ihr dann unter dem Video. So. Jetzt die andere Seite. Jo, das war ein bisschen viel, aber nicht so schlimm. Oh, jede Stelle rappen, alles schön bedeckt ist. So, und da sehen wir uns gleich beim Vakuumieren. Bis gleich. Wir befinden uns jetzt hier am Alpax, mein Vakuumierer, ein tolles Gerät, und habe schon die Tüte vorbereitet. Ich schlage die Tüten immer so um, damit die Schweißfläche nicht voller Rapp ist oder Fett oder Wasser, und das lässt sich dann, wie gesagt, besser machen. Also, es geht los. Bis gleich. So, jetzt nehme ich das Stück Fleisch. Ich schaue richtig rein hier. Jetzt ziehe ich die Handschuhe aus. So, hier lässt sich besser machen. Und jetzt die Tüte hervor, wunderbar, noch die richtige Richtung. So. Ich mache immer noch eine zweite Schweißnadel. So. Jetzt ist es schön einvakuumiert. Jetzt kann der Rapp richtig schön ins Fleisch einziehen. Und ich lege das jetzt bis morgen früh in den Kühlschrank. Und das geht dann morgen früh auf den Smoker. So, hallo. Bis dann. Guten Morgen. Wir befinden uns jetzt am Smoker. Das Fleisch war vakuumiert, im Kühlschrank gelegen, ca. 12 Stunden. Und ich bereite jetzt den Smoker vor, lege einen Minionring, mache die... Zündet die Starterkohlen an, und jetzt schaut einfach zu. So, Freunde, hier seht ihr meinen Water Smoker, wo dann unser Stück Fleisch, unser zukünftiges Pulled Pork hineinkommt. Verwenden tue ich wie immer die Kokoko Eggs, und zum Anzünden der Kokoko Eggs verwende ich immer von Weber die Holzkohle. Passt gut zusammen, funktioniert gut. Ja, und ich zeige euch jetzt,
wie ich den Minion Ring lege, weil ich mache das immer mit dem Minion Ring, wie gesagt. Und das zeige ich euch und ja, bis gleich. So wie ihr seht, habe ich den Anzündkamin gefüllt und angezündet. Zwei große Holzkohlestücken unten und zum Starten nehme ich 6 Briketts her. Ja, das lasse ich jetzt durchbrennen und wir kümmern uns jetzt um den Minion Ring. So, wie ihr sehen könnt, der Minion Ring ist gelegt und ich habe schon mal Woodchunks aufgelegt. Ich die Woodchunks, zeige es euch mal. Könnt ihr das sehen? Die Woodchunks von Abschlag, die Cherrywood. Probiere ich mal aus heute. So, gehen wir mal rüber zu den, zum Anzündkamin. Ah, da brauchen wir ein bisschen. Also, wir sehen uns dann wieder, wenn ich die Starterkohlen einschütte. So, und jetzt kommen die Starterkohlen ran. Ganz vorsichtig. Wie gesagt, 10 Stück habe ich. So, jetzt tue ich das bloß noch ordentlich anordnen. Die Holzkohle natürlich nicht. Sonst wird das alles zu heiß. Gut, also hier seht ihr die Starterkohlen. Gleich zu Anfang möchte ich ja smoken, sind die Woodchunks drauf, bis zur Hälfte ungefähr, weil was über 60 Grad ist, wir brauchen nicht ganz so viel Rauch und ab 60 Grad nimmt Fleisch eh wenig Rauch noch auf. So, dann setzen wir den Smoker wieder so, zusammen. Dann nehmen wir wieder das Mittelteil. Inklusive der Wasserschale. Übrigens, meine Wasserschale hat 5 Liter. Und die sollte man nur mit heißem Wasser füllen, sonst braucht der Smoker zu viel Energie beim Aufheizen vom kalten Wasser, deswegen warmes Wasser. So, er fängt schon langsam an zu rauchen. Eine Abtropfschale tue ich immer noch rein. Unser Rost. So, und jetzt kippe ich das warme Wasser rein. Die Tür hier unten und kann ganz bequem hier das Wasser einkippen. Wie gesagt, 5 Liter gehen hier rein. In der Regel kippe ich während des Räucherns immer einmal auf. Kohlen liegen ordentlich. So, ich heize jetzt den Smoker auf. Auf so circa 80 Grad, 90 Grad und regle dann den Smoker langsam ein und lege dann auch unser Fleisch drauf. Ihr seht das. Ist noch in der Verpackung, aber ich werde es jetzt aufschneiden und dann drauflegen. Ich habe unten und oben jetzt momentan alle Schieber auf. Das Thermometer, hier mein Maverick habe ich schon befestigt. Ja, und da warten wir, bis die Temperatur einigermaßen steigt. So. Und ungefähr bei 80 lege ich schon mal das Fleisch drauf und regle dann ein. Bis gleich. So, wie ihr seht, ist das Fleisch drauf, mittig. Unten ist eine Abtropfschale noch. Und ihr seht, drüben ein Thermometer für den Garraum. Und eins steckt schon im Fleisch. Und ich lege das Kabel immer durch die Öffnung vom Deckelregler oben. Mit Draht befestigt mein Empfangsteil Maverick. So, und dann machen wir, jetzt fängt nämlich schon an zu qualmen, jetzt machen wir den Deckel zu und regeln den Smoker ein. Bis gleich. So, wir haben jetzt eine Temperatur, eine Garraumtemperatur von 101 Grad. Das Fleisch hat 14 Grad Kerntemperatur
und ich regle jetzt die Klappen so, dass ich unten fast zudrehe. So, ungefähr so, alle drei. Und oben auch so, auf, so dass ein Drittel bleibt. So, und guck dann wieder aufs Thermometer, wie unser Smoker, wie die Temperatur sich einregelt, und dann sehen wir uns dann, und ich hoffe, dass wir dann die 107 Grad ordentlich halten können für die ganze Dauer. So, unser Smoker hat sich einreguliert. Ich zeige mal schnell jetzt. Ihr seht, 107 Grad Gartemperatur. Momentan hat das Fleisch Kerntemperatur 22 Grad. Jetzt schauen wir mal auf das Deckelthermometer. Naja, gar nicht mal so schlecht. Also, ich muss sagen, der Trendline, hier der Typ San Francisco, für na, um die 100 Euro, lässt sich gut einregeln. Also um die 107 Grad müsst ihr einstellen. Und wie gesagt, wenig Temperatur, lange Garzeit. Das macht das Ganze aus. Okay, wir sehen uns dann, naja, in ein paar Stunden wieder. Tschüss dabei. So, jetzt sind ungefähr 2,5 Stunden fast vergangen. Der Smoker läuft wie ein Uhrwerk. Wir haben jetzt eine Temperatur, eine Garraumtemperatur von 114 Grad. Und im Fleisch haben wir 55 Grad, also noch 39 Grad bis Zieltemperatur, wie ihr seht, mit 94 Grad. Und ja, dauert alles noch ein paar Stunden. Wie gesagt, der Rauch, wunderbar, nicht zu viel, nicht zu wenig. Einfach nur klasse. Unser Trendline-Typ San Francisco. Bis später, Freunde. So, jetzt sind wir wieder am Smoker. Das Wetter ist natürlich wunderbar momentan. Gucken wir mal aufs Thermometer, Deckelthermometer. Wir haben nämlich jetzt 70 Grad. Es riecht schon ganz gut auch. So, mal sehen, ob wir das sehen. 119 Grad gar, das ist noch ein bisschen viel, aber geht gerade noch. Aber 70 Grad im Fleisch, das ist der Schwellenwert. Und wundert euch nicht, dass ihr ewig bei 70, 71 Grad da stehen bleibt. Wie gesagt, um das, den Schwellenwert zu überwinden, braucht es eine gewisse Zeit. Danach geht es dann wieder ein bisschen schneller mit der Temperatursteigerung. Also macht euch keine Gedanken. Wie gesagt, 70 Grad ist für gerade ihr Nacken, oder ist es der Schwellenwert. So, aber wir brauchen noch eine ganze Weile, wie ihr seht. Also ich habe es jetzt knapp 4,5 Stunden drin, und ja, wir sehen uns dann wieder in 2-3 Stunden oder noch länger. Bis dann. So, Freunde, jetzt stehen wir wieder am Grill. Nach ungefähr so 6,5 Stunden, fast 7 Stunden. Wir haben jetzt eine Temperatur von 73 Grad. Jetzt gucken wir mal, wie es nach fast 7 Stunden aussieht bei uns. So, können wir mal so reinhalten da. Ist das ja was, gell? Ja, saftig. Okay, zu. Gut, und da sehen wir uns dann, ja, wenn wir es rausholen, das Politpork. Bis dann, tschüss dabei. So, Freunde, 12 Stunden sind jetzt vergangen mit unserem Politpork. Die Temperatur ist erreicht. Leider ist es schon sehr spät, dunkel ist es. Ich habe leider spät anfangen müssen, weil es heute geregnet hat. Wir haben es jetzt um 11. Aber wir haben es geschafft und holen es jetzt runter vom Grill, und werden euch einen Serviervorschlag zeigen mit Krautsalat und Baguette. Und wir sehen uns ganz kurz am Smoker und danach wieder hier. So, Freunde, wir sind jetzt am Smoker. Das Fleisch ist soweit fertig. Ich nehme erstmal die Kontakte weg von den Fühlern.
mal. Ein Meteorit. Wunderbar. 12 Stunden hat er ungefähr gebraucht. Und kleine Sekunde, ich brauche also noch die Schüssel. Der sieht wirklich total gut aus, total lecker. Es ist schon ziemlich spät, wie gesagt. Und wir werden dann das noch ein bisschen ruhen lassen und dann nachher anschneiden. Ihr seht hier, guck mal, guckt, wie der Saft rauskommt. Hoffentlich kann man das sehen jetzt noch im Dunkeln, aber so, jetzt nehmen wir das Stück, hoffentlich zerfällt es nicht. So, guckt euch das an. So sieht es aus. Könnt ihr das sehen hier? Ja, ja, man sieht's. Also wir gehen jetzt ins Haus rein und dann schauen wir uns die ganze Sache mal an. Bis gleich. So, Freunde, wir sind jetzt in der Küche. Wir haben das Pulled Pork, habe ich jetzt schon auf dem Brett. Es hat ein bisschen geruht und wie gesagt, nach 12 Stunden ist es fertig. Guckt euch das Teil an, das ist doch der Wahnsinn. Ein Geruch steigt da auf, das ist einfach nur top. Also ich schneide es jetzt an. Ich könnte es jetzt genauso gut auseinanderreißen mit den Bärentatzen, aber ich schneide jetzt mal eine Ecke hier auf. Die anderen Teile schneide ich in Scheiben und wir frieren das ein. Wir werden heute Abend natürlich nicht mehr so sehr viel essen, weil, wie gesagt, wir haben es 11:05, also wir kosten jetzt nochmal, servieren es und gut, und dann schneiden wir es mal an. Guckt euch das, wie der Saft rausläuft, das ist jetzt der Wahnsinn. Zeige ich euch mal, wie das aussieht. Kriegt man das gut zu sehen, oder? Ja, man sieht den Räucherrand. Da. Das ist der Rauchrand. Einwandfrei. Seht ihr das? Sieht klasse aus. Also, man kommt nicht ohnehin davon zu kosten. Also ich schneide mir jetzt mal eine kleine Tranche ab. Koste das mal. Wie gesagt, Serviervorschlag wäre, ihr nehmt euch noch eine Barbecue-Soße dazu. Und einen Weißkrautsalat, macht sich immer gut dazu. Und ein Baguette, das langt vollkommen zu. Übrigens, das ist, schneidet sich wie Butter. Ich zoome noch mal ran. Ja, guckt euch das an, das ist einfach hier. Richtig, guckt, total ja, saftig. Wenn ich das jetzt auseinanderreißen könnte, ist das Pulled Pork. Ne? Also wir brauchen ja kein Messer, ich schneide es bloß. So, und jetzt koste ich mal. Das riecht. Oh. Alter. Slow and low food. Langsam, niedrige Temperatur, Rauch dazu im Smoker. Leute, das ist ja Wahnsinn. Wie gesagt, Weißkrautsalat dazu. Top. Müsst ihr unbedingt nachmachen. Und einfach ein Traum. Ihr müsst den Nacken nehmen, wo ein bisschen Fett durchwachsen ist. Das darf ja nicht trocken werden. Also scheut euch nicht, einen Nacken zu nehmen, wo ein bisschen Fett dabei ist. Weil nach dem Smoken werdet ihr das nicht merken, nur es ist eigentlich ein feuchtes Fleisch. Das hier, das ist schon sehr schier, aber es ist top. Ihr seht ja hier die Farbe, gell? Das ist alles durchs Rauchen, also ist nicht verbrannt, sondern das ist durch den Rauch. Und ja, ist einfach klasse. Also ein tolles Gericht. Also, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Rezept vom Rapp werdet ihr auch unter dem Video sehen. Und ja, dann einfach viel Spaß beim Nachmachen. Und das wünscht euch das Team von Sackpfeife Barbecue Weimar. Bis dahin. Vielleicht sieht man sich am Wochenende. Jetzt am Wochenende ist in Fulda die deutsche Meisterschaft, deutsche Grillmeisterschaft. Vielleicht sieht man sich mal. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.